Und damit willkommen zurück bei Chicory Colorful Tale. Wir haben noch ein paar Prüfungen vor uns. Eine von vier habe ich schon gemeistert als Farbenkind. Na, was heißt gemeistert? Wir haben sie zumindest gemacht und bestanden. Von daher, es war mindestens ausreichend. Da waren wir hier unten reingelatscht bei der Löffelinsel und sind dann beim Schlucksumpf hier unten wieder rausgekommen. Waren wir außerhalb des Bildes. Jetzt bin ich hier oben gerade ganz in der Gegend, weil ich war hier vorher noch nie und bin da hingekommen, weil wir plötzlich übers Wasser laufen können. Von daher, warum auch nicht, ne? Da habe ich eine Vermutung, dass da was ist. Da habe ich eine Vermutung, dass da noch was ist, weil da Wasser lang geht. Ich habe allerdings aus mittelmäßig, was heißt aus mittelmäßig, aus einigermaßen sicheren Quellen herausgefunden, dass es hier anscheinend auch noch rechts irgendwo eine Prüfung gibt. Ich meine, da ist auch noch viel Platz. Von daher sollte das schon gehen. Deswegen, mal schauen, was wird. Ah, ich gucke erstmal hier oben. Da ist auch noch so viel Platz. Da sollte noch genug Raum für Unsinn sein und für Prüfungen. Von daher, ich bin hier mit dem Gleiter hingeeiert, mit der Transitbank. Und mal schauen. Ansonsten, was würde denn Mutti sagen? Zu Hause anrufen und einen Hinweis bekommen. Klar. Mutti, sag mal an. Sie hat ja gesagt, wir sollen uns häufiger melden. Hallo, wer ist da? Hi, Mama. Alles, ich habe gerade an dich gedacht. Wie geht es dir? Ah, du erklärst deiner Mutter die gesamte Situation. Ha, alles, wie schaffst du es immer wieder in solche Situationen gut zu geraten? Also an deiner Stelle, du solltest die Prüfung des Farbenkindes finden. Ja, Mama, sag bloß. Meine Güte, dafür hat man Eltern, damit die einem offensichtliche Dinge sagen. Shigure sagt, es gibt eine an jeder Ecke von Picknick, richtig? Du solltest deine Karte nach Orten absuchen, die du noch nicht besucht hast. Nun, da du auf dem Wasser malen und Wände hochschwimmen kannst, kannst du bestimmt fast überall hingelangen. Jedenfalls denke ich das. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles, ruf mich mal wieder an, okay? Ich mag die Hand vom Vater. Ich mag auch diesen, das passt alles super. Dein Vater möchte mit dir sprechen. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er die richtige Antwort hat, muss er sie einfach loswerden. Bla, bla, bla. Nein. Oh, er sieht ziemlich enttäuscht aus. Ha, nur keine Sorge. Er wird schon darüber hinwegkommen. Ich drück dich. Ja, vor allem, dass wir auch dann, zum einen legt sie unrealistisch schnell auf. Eigentlich müsste man auch sagen, nein, du legst auf. Ungefähr 20 Minuten lang. Aber dass wir nicht auch einfach so mit dem Vater mal quatschen können. Voll fies. Der mag uns doch bestimmt auch und wir ihn auch. Na gut. Aber ja, die Ecken der Insel, ne? Hier ist eine Ecke der Karte, hier ist eine Ecke. Das heißt, wahrscheinlich wird da eine Ecke sein und dann sollte hier unten auch eine Ecke sein. Dann frage ich mich, was hier unten die Durststrecke dann ist. Aber wir werden mal gucken. Und da ich hier hochschwimmen kann jetzt, könnte ich das mal machen. Oder ich könnte jetzt mal reingehen, ne? Es ist eine Katastrophe. Das... Das ist schön, wenn man so begrüßt wird. Man geht da rein und dann weiß man, alles klar, hier ist eine Katastrophe. Da ist jemand ein bisschen exzentrisch vielleicht. Hallo, Butterscotch und Quitte. Oh, hallo Quitte. Dieses Ressort ist erledigt, erledigt, sage ich. Nur die Ruhe. Das ist doch etwas übertrieben. Ich habe doch nie in meinem ganzen Leben übertrieben. Wir sind schwerem Diebstahl zum Opfer gefallen. All die Möbel in unserer Präsidentensuite wurden gestohlen. Es ist alles hoffnungslos. Übernehmen den Fall. Viel Glück dabei. Jo, schade. Ja, blöd gelaufen, ne? Ich übernehme den Fall. Ich habe von Ermittlungen keine Ahnung, aber ich werde versuchen zu helfen. Ach Gott sei Dank. Bitte schau es dir selbst an. Oh, es ist ein bisschen sehr leer, das stimmt. Wow, es ist wirklich leer. Ich mag den Humor des Spiels. Ja, ist es. Und die VIP-Gäste können jederzeit eintreffen. Du musst sofort mit den Ermittlungen beginnen. Zum Glück habe ich viele Fernsehsendungen gesehen und weiß genau, wie das läuft. Man muss Fotos von den Beweisen machen. Okay, klar. Was sind Beweise? Nun ja, hier haben wir zum Beispiel ein Beweisstück. Ah, Kaffeeflecken. Öffne deine Kamera, zoome und mache ein Bild, um es dem Beweis einzusammeln. Wenn man das hier mitzählt, denke ich, dass es vier Beweisstücke rund um Zeitquell gibt. Woher weiß sie das? Viel Glück. Ach, da wäre noch eine Sache. Wenn du noch Deko übrig hast, könntest du es denn etwas davon hier aufstellen? Ich bleibe hier, um die neue Gestaltung der Präsidenten-Suite zu beaufsichtigen. Danke. Ich habe noch ein paar Sachen über, das richtig. Wenn ich da hinkomme. Kamera und Karte. Warum machen wir eine Kamera? Da rangezoomt. Achso, ich kann da nicht wieder drin nicht rummalen. Foto. Ja, genau so. Und jetzt geh los. Finde die anderen Beweisstücke. Meine Güte. Was für eine Person. Stimmt, ich kann jumpen. Wie komme ich zu dem. Da, okay. Sammlung. Was haben wir denn noch alles? Schönes Möbelchen. Dekor. Was hätten wir denn gerne? So ein Boden vielleicht? So richtig edel. Diamantteppich. Diamant ist edel. So, Bums.
So Schlafsack. Musik, so ein Kontrabass vielleicht. Kann man das tauschen? Kann man tauschen, sehr gut. Wobei, nee, den möchte ich bei uns aufstellen. Das geht so nicht. Die können vielleicht ein Keyboard haben, aber naja. Wer braucht schon Keyboards? Wie wär's denn damit? Plonk. Glaskugel. Ja, wo sind wir denn hier? Standuhr. Sieht alt und wichtig aus. So ein Grill vielleicht für mittendrin. Licht. Auch so eine kleine Lampe vielleicht. Ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellt hier. Das sieht sehr nach der Vorstellung aus, ja. Bisschen random, was ich hier gerade hinkübel, aber das ist nach Konzept. Wand. Ja, nee, die tollen Sachen, die behalten wir für uns. Hier, guck mal, da hast du irgendein Bild. Passt. Garten ist nicht unbedingt hier der Fall. Verlassen. Haben wir denn ein paar schöne Farben vielleicht? Schöne gelbe Suite. Boah, das ist auch eine Suite, meine Güte. Wenn man sich da nicht zu Hause fühlt, dann habe ich kein besseres Zimmer. Wenn man sich hier nicht zu Hause fühlt, dann hat man tatsächlich einen guten Geschmack. So. Guten Tag. Hi. Wir haben überhaupt nichts Blaues. Jetzt ja. Ha, ja. Dekoration der Suite. Die Suite ist noch nicht ganz präsidial. Es werden hier noch ein paar mehr Gegenstände und Objekte benötigt. An den Wänden sollte es ein paar Gegenstände geben. Mache das, dann ist es einwandfrei. Okay, die sagt einem relativ genau, was man da machen soll. Okay. Warte mal, wie komme ich direkt zu den... Ich drücke mal Enter, das hilft immer. Dekor. So, Wednesday. Die Wände dürfen noch ein bisschen mehr vollgeklatscht werden. Altes Gemälde haben wir schon vielleicht. Dann hat er aber die urbegrenzte Funktion. Ach, das stellen wir doch einfach mal... Oh Gott, hier mit hin. Ist ein bisschen fehlerhaft. Sitzen. So, zack, bums. Sitzt man einfach random in der Gegend und hat nicht mal einen Tisch. Dann ist die Uhr aber hier und dann ist da Platz an der Wand. Ja, ein Träumchen. Okay. Einfärben. Ah, so, zack, bums. Farbkodiert, was für ein Gegenstand das ist, passt schon. Oh ja. Wir brauchen hier noch mehr Möbel. Es werden hier noch ein paar Gegenstände, Objekte benötigt. Okay. Ich weiß nicht, was ihr davon habt. Wahrscheinlich eine neue Mütze. Ermittlung. Ja, schon gut. Gibt es hier Beweise irgendwo? Hallo Quitte. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Natürlich. Wo warst du, als das Zeug verschwunden ist? Ich hatte gerade Pause. Ich bin kurz draußen gewesen, um frische Luft zu schnappen. Als ich zurückkam, war Mrs. Butterscotch außer sich. Als habe ich herausgefunden, was vorgefallen ist. Eine glaubwürdige Geschichte. Ich weiß, sie ist sehr glaubwürdig. Sehr glaubwürdig und außerdem wahr. Also, okay. Sag mal Bescheid, wenn du alle Beweise gefunden hast. Ja, nun, ne? Erstmal mache ich euch das Zimmer extrem hässlich. Von daher, so, bitteschön. Ja, Träumchen, Spitzenfarbkombination. Hier, guck mal. Du darfst mal auffallen und kriegst was anderes. Der Rest, also das Lila und das ist keine gute Farbkombi. Möchte ich mal anmerken hier. Oder sagen wir so, ich find's nicht gut. Entschuldigung, ich habe dich verfärbt. So, das wollte ich gar nicht. Aber hier sind keine Beweise, ne? Das ist noch ein Bild, was ich malen könnte. Aber wir können... Aufzug. Ich kann nur bis dahin. Okay. Aber diese Kleckse dazwischendurch, ne? Wie sieht das aus? Aber das heißt ja, dass draußen Beweise sein könnten. Ich gehe mal kurz aufs Dach, ne? Gulp, gulp, gulp. Sieht mir was nach Beweisen aus. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen sollten. Tev, wir sind nach Sidequare gekommen, um den berühmten Himmel zu sehen. Ich habe diesen Ausflug vor Monaten gebucht. Bin über die Feuerleiter hierher geschlichen. Aber ich muss zugeben, es ist ohne Farbe wohl nicht ganz dasselbe. Leider. Darum bin ich auch so froh, dass wir dich erwischt haben. Könntest du den Himmel bitte wieder anmalen? Mach ihn so schön und so romantisch wie möglich. Kurkuma. Das ist ein guter Name. Du kannst doch das Farbenkind nicht so einfach darum bitten, etwas für dich zu tun. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Das tun doch ohnehin alle. Außerdem sind wir sind das Farbenkind, ne? Himmel. Oh Gott. Ja, ach komm, machen wir es romantisch. Passt schon. So, ein paar Wolken hier rein. Die Wolken sind auch lila, weil die angestrahlt werden. Ist doch nett. So, passt das? Ist der Himmel so gemalt, wie du ihn haben wolltest? Oh ja.
Also, glaube ich. Ich habe mir ganz viel Mühe gemacht. Also, glaube ich. Wow. 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 Es ist wirklich sehr romantisch. Ich kann nicht glauben, dass wir dir dabei zugesehen durften, wie du den Himmel anmalst. Wir sind die Ersten, die diesen Himmel sehen durften. Abgesehen von euch da draußen. Diese Reise war noch außergewöhnlicher, als wir uns erhofft hatten. Ha, das stimmt. Vielen Dank. Jeff. Ja, für euch mache ich das doch gerne, glaube ich. Vielleicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal schon. Ah, komm, aber so. Das beißt sich so schön. So, ihr Flirt-Typis hier. So, Bums. Nein. Ja, Tef und Kurkuma. Ist auch nett. Float. Ich kann auch hier floaten. Kann ich überall mich entspannen? Aber ich habe nicht überall eine Eingebung, ne? Nö. Offenbar nicht. Also nett. Ich kann da runter. Ich kann da runterlaufen. Zu den anderen Zimmern, oder was ist das dann? Ist das der Fall? Offenbar nicht. was? Was machen die denn hier? Kardamom. Was für ein hübscher Himmel. Ich habe davon gehört und wollte herkommen, um es selbst zu sehen. Das ist seit 5 Sekunden so. Denkst du viel darüber nach, was du malst, wenn du malst? Nops. Ich auch nicht. Fühlt es sich nicht merkwürdig an. Als wichtige kunstschaffende Person betrachtet zu werden. Dabei schafft man Werke nach Gefühl und Intuition. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Ja, heißt eigentlich, dass man dann anderen Leuten so sein Gefühl und seine Intuition dann offenlegt, ne? In dem Moment, wenn man was nach Gefühl und Intuition malt. Wow. Nur alles schafft es, den Himmel so wunderschön zu malen. Seufzt. Ich wünschte, ich wüsste mehr über Kunst. Ich kann nicht mit Worten ausdrücken, welche Gefühle deine Werke bei mir hervorruft. Wahrscheinlich das Gefühl. Ich weiß nur eines, es ist gut und es gefällt mir sehr. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Mühe machen können hier. Das ein bisschen mehr wie Wolken aussehen lassen. Die im Hintergrund sind. Hätte man vielleicht machen können, aber... Naja, ist okay, ne? Von daher passt es schon mal. Aber hier sind auch keine Hinweise sonst. Aber ich kann vielleicht mit Karate-Moves... Ich kann darüber. Nice. Sehr gut. Das ist ein Geschenk zumindest. Okay. Und ein Wasserfall natürlich. Ich bekomme den Hut jetzt tragen. Klar, wir sind toll, wir sind adelig. Wir brauchen einen Zylinder. Da sind aber weitere Flecken. Aha, ich sehe sie ganz genau nach einer halben Minute. Halt, nicht Dekor. Quatsch ist das. Die Kamera mit M. Da. Hinweise. Oh Mist. 2. Das ist ein Frosch. Warte, es ist ein blauer Frosch. Der bekannte blaue Frosch, man kennt ihn ja. Ja, idyllisch. Ich finde es immer noch so super, wie das hier reinrauscht. Wäre lustig, wenn das dann im Wasser dann auch langsam da wegschwimmen würde. Aber gut. Das war dann das hier. Das war nicht sehr sinnvoll. Okay. Okay. Aber hier kann ich nicht einfach rüberspringen, ne? Nein, kann ich nicht. Okay. Hatte ich schon vermutet. Ich weiß auch nicht, ob unten noch was ist oder war. Vielleicht jetzt, wo wir Hinweise suchen. Nee, ist auch nicht. Oder zumindest sieht es nicht so aus. Aber hier ist auch erstmal nichts. Aber die Brücke ist recht in Einzelteile zerlegbar. Genau, hier waren wir gerade eben. Wunderbar, hinsitzen, klar. Die Musik ist echt hübsch. Das ganze Spiel ist echt hübsch. Das sieht cool aus. Man kann den einfärben, wenn man das an der Quelle macht, quasi. Oh, ist ja cool. Das ist ein bisschen übertrieben, aber cool. Schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Hallo, Froschmann. Bisschen kitschig, ne? Es wird gerade nicht besser. Froschdetektiv. Hi, ich bin der Froschdetektiv. Oh Gott. Deswegen kommt er mir bekannt vor.
Wir haben im Stream vor ein paar Tagen auf twitch.tv/rahmschnitzel haben wir Frog Detective gespielt, Folgen, die Episoden 1 bis 3. Und da war auch eine Anspielung oder war auch ein Bild, wo Chicory drauf war. Und hier ist jetzt der Frog Detective, also der Froschdetektiv, der auch im Spiel so aussieht wie das. Das ist natürlich cool, das finde ich super. Ha, ich bin der Froschdetektiv. Hi. Bevor du fragst, ich kann dir gerade nicht dabei helfen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Ich mache hier nämlich gerade Urlaub. Rätsel löse ich für mein Leben gern. Aber es ist auch wichtig, ab und zu eine Pause zu machen. Selbst wenn es um Dinge geht, die man am liebsten macht. Das ist wirklich sehr vernünftig. Danke. Das finde ich super. Das finde ich toll. Ich finde es schön, wenn Anspielungen gegenseitig dann passieren. Warum, weiß ich nicht, warum das so ist. Ob das von ähnlichen Entwicklern oder Publishern kommt. Aber zumindest finde ich es lustig. Finde ich sehr gut. Frog Detective ist auch ein sehr bescheuertes, also sehr lustig bescheuertes Spiel. Was für eine harte Farbgestaltung hier. Oh ja, oh Gott. Ist auch alles Wasser, ne? Was haben wir denn noch frei an Farbe? Will ich das? Will ich das? Ja, ist okay. Dann machen wir das hier noch blau, den ganzen Rest. Ja, will ich das? Ist okay, ne? Ja, ist okay. Ich hätte gerne noch mehr Beweise. Oh, da ist noch eine Maus. Hallo. Ei, ich liebe Klettern, darum wohne ich hier. Jeden Morgen kann ich schön wandern gehen. Nichts erdet mich mehr, das Gefühl, Erde zwischen den Zähnen zu spüren. Ah. Ach, Ei. Bist du auf dem Nachtschberg gewesen? Er ist riesig, so viel zu erkunden. Weiter oben gibt es noch mehr heiße Quellen. Ich bin sogar schon ganz oben am Gipfel gewesen, jawohl. Ein ziemlich schwerer Aufstieg. Ach, Ei. Du bist so lebensfroh. Ich weiß ja nicht. Ich bin skeptisch. Häuser. Zack, bums, hübsch. Bisschen lila fehlt. Wobei. Nee, tut's nicht. Ich mach das da trotzdem rein. Okay. Ah, da sind noch andere. Moment, die haben eine Farbe. Das heißt, die habe ich schon mal gesehen. Welche sind das? Ah, hier sind auch keine Beweise, das ist nur Müll. Plonk, 52 Müll haben wir jetzt. Das summiert sich damit ganz mächtig. Ist da noch was drin? Nö. So, Kinders, was macht ihr denn da oben? Kinders, ich möchte mit euch reden. Braten und Knüll. Möchtest du ein paar coole Geheimnisse sehen? Sicher, klar. Okay. Unsere Schätze sind überall in der Picknick-Provinz versteckt. Die Geheimverstecke werden ich dir jetzt zeigen. Guck mal da unten, okay. Ey, da waren wir auch schon, ne? Okay. Okay. Ich speichere all die Fotos in deiner Kamerakarte. Und das ist sehr nett von dir. Du kannst sie dir dort jederzeit ansehen. Und solltest du auf eine dieser Orte stoßen, dann musst du die markierte Stelle mehrfach antippen, um den Schatz zu finden. Das ist wie mit den Katzen. Das ist das Geheimnis. Viel Glück bei deiner Suche. Also das Spiel hat sehr vielen optionalen Krams. Irgendwelche Geschenke, die man suchen kann. Irgendwelche Schätze, die man suchen kann. Es sind noch viele Nebenquests in dem Sinne. Es ist schon gut. Kann man nicht meckern. Kann man schon. Ist aber Quatsch. Na, von daher. Ist schon lustig. Und sehr durch. Gerade die ganzen Charaktere. Ich finde es schön, dass alle Charaktere nach was zu essen benannt sind. Und dann sind da auch so unelegante Namen wie Knödel. Hallo, ich bin Knödel und das ist mein Bruder Braten. Ist das toll. Das ist totaler Quatsch vor allem. Also höher, ne? Oder was ist das? Die Ecke da, deswegen kann ich da nicht hin. Aber Türen haben sich ja auch nicht bei den Häusern. Das ist ja leicht verrückt. Ich werde aber erstmal zurück zum Braten gehen. Eigentlich mehr zum Geheimnis. Bevor ich das vergesse hier. Das wäre natürlich Quatsch. Das heißt, ich war... da unten, ne? Ah, da ist es. Ha! Ich bekomme einen Bart. Ja, das ist doch schön. Das ist authentisch. Das ist... Wir sehen immer noch wie ein nettes, niedliches Farbenkind aus. Oh Gott, der ist wieder da. Kiwi. So sieht man sich wieder. Du kennst das, stimmt's?
Das ist der Song, den wir zusammen geschrieben haben. Oh Gott, ja. Ich habe es befürchtet. Ich glaube, er gefällt jedem hier. Oh Mann, werde ich auf der Teezeitwiesen einen neuen Song komponieren. Mach das. Ja, das ist unser Song. Ja, ich merk's. Er spielt unseren Song. Na gut. Genug geeiert. Vielleicht wissen wir, wer der Bösewicht ist. Weil hier auch überhaupt nicht alles voll mit Gedöns steht. Ja. Ich guck mal, was sich tun lässt. Wie wär's denn damit? Plonk. Hey! Warum machst du Fotos von meiner coolen Höhle, in der es überhaupt kein Liebesgut gibt? Ich bin mir sicher, dass das gegen das Gesetz verstößt. Du wirkst ziemlich verdächtig. Unter dir ist eine große Haufen Beweise. Der einzige Beweis, den ich sehe, ist eine äußerst verdächtige Person, die Fotos macht. Wahrscheinlich kannst du die ganzen Möbel aus dem Ressort geklaubt. Hä? Ich habe das Ressort in keinem Wort erwähnt. Du kannst dich selbst offiziell als Verdächtigen betrachten. Ja, ja. Okay. Können wir das alles mitnehmen? Nein. Das ist Chili, natürlich. Ha, ich stehle gerne. Ich bin unschuldig. Und übrigens, ich stehle gerne. Das macht mir am allermeisten Spaß. Wenn ich etwas für dich klauen soll, sag einfach Bescheid. Meine anderen Hobbys außer Diebstahl? Moment, lass mich nachdenken. Zeit zu Zeit spiele ich auch gerne Videospiele. Ach, da hat er aber lange drüber nachgedacht. Kann ich ihm die Bude bunt machen? Oh. Jetzt leuchtet da alles in dubiosesten Farben. Ah klar, ist eine Höhle, ne? Von daher passt schon mal. Brauchen wir jetzt noch einen vierten Beweis? Ich finde das schon recht offensichtlich. Oder haben wir jetzt schon vier? Ich gehe mal zurück. Wahrscheinlich wird er gleich gemeckert, von wegen, oh, das ist nicht genug. Boah, der Vogel nervt mich schon ein bisschen. Ach, Kiwi. Hallo. Ah, ja, in die Ermittlung. Oh, ich möchte jetzt bitte nicht mit dir darüber sprechen. Das wäre zu viel für mein armes, altes Herz. Aber ich muss dir Fragen stellen. Wo warst du, als dieses ganze Zeug gestohlen wurde? Ich habe eine sehr strikte Routine, die ich jeden Tag einzeln einhalte. Normalerweise stehe ich hinter dem Schalter, trage eine Augenbinde und höre entspannte Musik. Ah, mit verbundenen Augen. Es hilft mir dabei, die Nerven zu beruhigen. Ah, na gut, hast du etwas gehört? Wie schon gesagt, habe ich entspannende Musik gehört. Über schallisolierte Kopfhörer. Außerdem habe ich die Lautstärke immer sehr laut aufgedreht. Ja, dann ist kein Wunder, wenn irgendjemand was klaut. Wie konnte das nur passieren? Sehr laut angehörte Musik, darum ist die Musik auch sehr, sehr entspannend. Das mache ich täglich etwa 12 Stunden lang. Also man sieht, wie tief entspannt sie ist. Mehr habe ich zur Ermittlung wirklich nicht zu sagen. Quitte, meine Concierge, wird sich von nun an darum kümmern. Sprich also einfach mit ihr. Ich finde es schön, wie das Spiel übertreibt. Ich finde es super. Meine Güte, ich glaube, das Gebäude wäre sicher gewesen, wäre niemand im Gebäude drin gewesen. Dann hätte der Dieb zumindest noch Angst gehabt, dass irgendwo irgendjemand rumsteht. Aber hier war klar, dass die Person exakt nichts unternimmt. Wie laufen die Ermittlungen? Sieht aus, als hättest du 3 von 4 Beweisfotos. Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Schurke uns das antun würde. Komm mit dem Rest zurück, so schnell du kannst. Ja. Selber, ey. Oh. Ist das ein Beweis? Moment, ist das ein Beweis? Halt. Nein, das ist eine Blume. Das ist eine Blume. Ist denn oben wirklich nichts? Wenn theoretisch müsste das ja alles auf dem Weg liegen, ne? Mal so gesehen. Wenn er zwischen Haus und dem hier rumgerannt ist. Die habe ich. Wobei, da oben ist er auch nicht lang gerannt. Das sieht auch wieder nach einer. Das sieht verdächtig aus, aber es sind auch Blumen. Der Frog Detective, meine Güte. Ich finde das zu lustig. So. Runter können wir nicht. Rein können wir nicht. Gefühlt, intuitiv müsste hier oben was sein.
So von der Aufteilung der ganzen Screens. Aber ich sehe halt nichts hier vorne. Da komme ich halt auch nicht rüber. Ne, komme ich nicht hin. Also doof. Ach, guck mal. Die Wand kann ich auch nicht hoch. Ich kann mich hinsetzen. Ja gut, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich mich hinsetze? Wer macht denn sowas? Nur, das haben wir fotografiert. Kann ja nichts gegen Gesang haben. Gesagt haben. Oh. Kann ich den Wasserfall runterfallen vielleicht? Was heißt fallen? Runterspringen. Kann ich? Ja, das ist noch eine Katze. Wo ich so nicht rankomme. Haben wir die schon mal benutzt? Da ich anscheinend nicht weiß, wie, vermute ich nicht. Nachtischbeck. Ach so, stimmt, der Nachtischbeck war ja auch noch das Konzept. Wurden wir auch gefragt, ob wir da schon waren. Ich habe mich nur grob dafür interessiert, weil Nachtisch. Das explodiert. Aber hier sind auch keine, hier ist keine... Hier liegt doch sonst nichts Konkretes rum, ja. Hier ist das Wasser jetzt mal rot, weil da jemand Kakaopulver oder Blut reingekippt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eins von beiden muss es sein. 54 Müll. Auch da geht es nicht hoch, weil das ja wahrscheinlich hier einmal steilst bergauf geht. Aber hier ist auch eine Schnellreise. Sehr gut. Ah, da oben ganz. Okay, das ist schon. Man merkt, ab wann ich ungefähr dieses Schnellfülltool gehabt habe. Hier noch nicht. Da ja, da ja. Das ist der Moment, wo alles bunt wird. Finde ich ja gut. Aber welche ID hat denn das hier? Das ist Nummer 8. Ich kann doch den Wasserfall noch weiter hoch. Ah, okay. Ja. Ja, ich mache das nochmal nicht bunt. Das ist das, wo wir eigentlich hin wollen. Okay. Ach, ich kann ja nicht hoch. Ha, stimmt. So viel zu, ich kann da hoch. Aber ich kann mir Mühe... Kann ich mir Mühe geben? Komm ich denn da rauf? Ah, das haben wir nicht gemacht hier. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob wir spontan wie genau. Ja, so schon mal nicht. Hä, Moment. Ach so. Ich kann runterspringen. Dann kann ich, wenn ich mich da rein, wenn ich in der Farbe bin, dann komme ich da hoch. Alles klar, das ist jetzt quasi das Tutorial für diese Mechanik. Genau, ja, da fliege ich jetzt Punkt weiter. Dann kann ich hier Karate-Move-mäßig nicht hin. Schade. Die Frage, wie ich zu dem ersten dann nur hinkomme. Also wenn ich direkt weiter hingeschlops, kann ich die Wolke bewegen? Nein. Eigentlich finde ich lustig.